Oho, Niantic ist großzügig, erhöht die Raid-Bälle, die Primärbälle, die Belohnungen und es gibt wieder 3 gratis Raid-Pässe oben drauf. Außerdem eine Woche, wo eher nichts los sein wird bei Niantic und mehr. Sehen wir uns die ganze Sache mal an. Ich habe wieder ein Shiny gefunden, das werde ich reinschneiden. Ansonsten ein bisschen Spaß mit Krypto. Mewtwo gegen die Team Go, Rocket, Bosse und ein paar andere Fänge im aktuellen Event. Also, die eine News, 3 Fernraid-Pässe für einen Pokécoin im Shop, ne, gab's schon, kann man noch kaufen bis zum 30. September. Zusätzlich wird Niantic noch eine Box veröffentlichen, nämlich in der Woche vom 10. September oder am 10. September werden sie 3 Fernraid-Pässe für einen Pokécoin in den Shop packen und mehr Details gibt es dann so in der Woche vom 14. September, wie auch immer das gemeint ist. Eventuell, ich meine, ich weiß nicht, wie es aktuell mit den 2 Millionen Mega-Raids aussieht, ob wir die vielleicht gar nicht erreichen oder nur knapp oder wie auch immer. Ich hätte schon gerne Mega-Taubos, muss ich sagen, kann aber auch verstehen, wenn nicht so viele Megas geradet werden. Ich persönlich bekomme auch nicht mehr so häufig eine Einladung, was vielleicht auch daran liegt, dass ich sie eher nicht mehr so annehme, denn ich weiß nicht, also ja, das mit der Mega-Energie, da bin ich noch immer nicht ganz einverstanden, aber im Shop vorbeischauen, ab 10. September, wenn ich das irgendwie verstehe, nächste Woche am 10. September werden die 3 Pässe veröffentlicht und weitere Details werden dann aber erst danach veröffentlicht. Was für Details? Einfach 3 Pässe für eine Münze im Shop? Habe ich da irgendwas nicht verstanden? Eventuell, das könnte natürlich sein. Und dann haben sie noch angekündigt, dass die 5-Sterne-Raids nun mehr Items geben werden. Und alle Raids, auch Mega-Raids, werden mehr Primärbälle bereithalten für den ausgeteilten Schaden. Und dann 1 bis 5 Sterne-Raids, da wird es mehr Bälle für den Geschwindigkeitsbonus geben. Das habe ich vor ein paar Folgen schon kritisiert. Unter anderem, dass man ja eigentlich jetzt im Grunde weniger Bälle erhält. Je nachdem hat man in der Vergangenheit mit 20 Leuten immer geradet oder doch eher nur mit 3 bis 6 Leuten. Weniger Bälle bedeutet auch in der Theorie weniger Items und so weiter. Denn je mehr Primärbälle, desto mehr Item-Päckchen erhält man. Das werde ich dann später noch kurz allgemein wiederholen. Die Freundschaftsbälle zählen hier nicht rein. Ja, und das hat Niantic nun angepasst. Also eigentlich eine feine Sache, weil es ja nun nicht mehr diese Team-Bonus-Bälle gibt, sondern eben die Geschwindigkeitsbälle. Und da hat man auch bisschen versucht, was herauszufinden auf der Sylph Road, wurde hier eine Tabelle veröffentlicht. Es gibt nun, wenn man es wirklich in einem Zehntel der vorgegebenen Zeit schafft, den Raid zu besiegen, dann gibt es 8 Bälle anstelle von 5, also 8 Bonusbälle obendrauf. Dann geht's runter in 1 Minute 14, also weniger als 25% der Zeit. Dann bekommt man 6 Bälle, in der Vergangenheit 4 und 80 Mega-Energie, in der Vergangenheit 50. Ja, das ist schon mal so ein kleiner Ausgleich, muss ich sagen. Und die Schadensbälle sind nun auch etwas mehr und man kann bis zu 4 Schadensbälle erhalten. Hierfür muss man 20% oder mehr Schaden austeilen, also 1/5 von der KP-Anzeige des Raid-Bosses. Wenn man also nur 3 bis 4 Leute hat, dann könnte es sein, wenn alle so den gleichmäßigen Schaden machen, dass alle Personen die vollen Schadensbälle, also 4, erhalten. Hat man aber 7, 8, 9 Leute, dann schaffen es vielleicht 1, 2 Leute, die eben ganz viel Schaden machen. Oder vielleicht auch niemand, die vollen 20%, wenn man eben so viele Leute hat. Das mal dazu. Und diese Tabelle müsste zum größten Teil, oder eigentlich nein, die müsste komplett noch so stimmen. Die 2-Sterne-Raids gibt es nicht mehr und die 4-Sterne-Raids, sondern die 1er und 3er haben nun die Belohnung übernommen. Und da bekommt man eben pro Päckchen, sagen wir mal, eine Lade-TM. Oder pro Päckchen 3 Beleber von einem ehemals 4-Sterne, jetzt 3-Sterne-Raid. Bedeutet, man kann nur 3 Beleber, 6 Beleber, 9 Beleber, 12 Beleber bekommen, aber nicht 7 zum Beispiel, das ist gar nicht möglich. Und die Sonderbonbons auch in diesem Päckchen. Das bedeutet, man möchte im Allgemeinen schon mehr Bälle haben, weil man dann mehr Chancen auf Sonderbonbons hat oder was auch immer man haben möchte. TMs zum Beispiel. Das theoretische Maximum wäre jetzt 24.
also 24 Primärbälle, aber im Grunde, man kann den Geschwindigkeitsbonus nicht haben und gleichzeitig den Schadensbonus. Alles packt man nicht. Man kann einen Raid nicht so schnell bezwingen, glaube ich, einen 5-Sterne-Raid. Und dann trotzdem noch selbst persönlich mehr als 20% des Schadens ausgeteilt haben. Aber unterm Strich, ohne groß herumrechnen und macht man es mit wenigen oder mit mehr Leuten, unterm Strich ist für uns alle jetzt mehr drin. Und das war auch bitter notwendig, offenbar ebenfalls laut Niantics-Berechnungen, dass wir hier wieder ein bisschen mehr raiden und mehr Pässe ausgeben. Jo, also das mal dazu. Dann hat Niantic einen Blogbeitrag veröffentlicht. Der betrifft jetzt die Woche, die nun kommt, Montag, 7. September. Da wird eine Woche lang für einen Großteil der Niantic-Mitarbeiter eine bezahlte Auszeit praktisch stattfinden, bezahlter Urlaub sozusagen. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, wie das in Amerika und so ist mit diesen Urlaubstagen und so weiter, aber es war ein anstrengendes Jahr. Vor allem in Amerika ging ja noch viel mehr ab und ja, das finde ich wirklich eine feine Geste. Ich meine, das Timing, Mega-Entwicklungen in der Art und Weise und dann tschüss, wir sind eine Woche weg, aber das sowas ist ja bestimmt schon seit Monaten geplant und ja, das kann ich Niantic echt nicht übel nehmen und aus Arbeitgebersicht ist Niantic auf jeden Fall eine sehr, sehr geniale Firma. Bedeutet auch, ich schätze mal, in der kommenden Woche wird sich newsmäßig und so irgendwie gar nichts tun. Es steht zwar hier, zur Unterstützung unserer Spieler arbeitet in diesem Zeitraum ein kleines Team weiterhin, also vermutlich Support und solche Geschichten. Apropos Support, wenn ich das richtig lese, das neueste Update bringt endlich wieder die Schnappschüsse für Apple-User zurück. Ich bin schon komplett auf Entzug. Ich meine, ich habe doch ab und zu, ich konnte nicht widerstehen, durchgewechselt, aber jedes Mal nur 3 Herzen, obwohl ich praktisch einen Klick entfernt wäre vom 4. Kumpelherz. Das hat aber jetzt Update für Update für Update nicht funktioniert auf Apple-Geräten und ich habe nun mal kein Android-Gerät hier rumliegen. Ja, das muss ich wirklich gleich dann schauen, ob das Update endlich im Store verfügbar ist und ich dann auch wieder meine 80 Herzen pro Tag sammeln kann. 4 pro Pokémon, 20 mal durchwechseln, ist ätzend, aber ab und zu mache ich das. Okay, und ansonsten würde ich mal sagen, soll es das mit dieser Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.